So, und weiter geht's in unserem wundervollen Wüstenpark. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier weitergeht. Vielleicht werde ich auch so ein bisschen Off-Topic-Gelaber jetzt dann langsam kommen, weil die Hauptsachen sind eigentlich gebaut. Wir warten auf neue Attraktionen und können im Prinzip uns ein bisschen dem Parkmanagement widmen. Also was ich jetzt hier gerade schon gesehen habe, ist natürlich sehr gut. Wir haben hier die Überkopfschiffschaukel, deren Eingang sich genau gegenüber der normalen Schiffsschaukel befindet. Und wie ihr sehen könnt vielleicht, finden die normale Schiffsschaukel gar nicht mehr so geil. Verstehe ich gar nicht. Ja gut, 2,50 sind halt vielleicht auch ein kleines bisschen happig. Das müssen wir wahrscheinlich noch billiger machen. Ich glaube, I'm not paying that much. Ja, Leute. Wobei man wirklich sagen muss, unsere Schiffsschaukel hat jetzt wirklich schon wahnsinnig gut gearbeitet. Die hat hier fast 2000 eingenommen. Und deswegen können wir die jetzt ruhig mal ein bisschen billiger machen. Das finden die Leute ist immer noch. Junge, immer noch zu viel. Machen wir doch einen Euro, komm. Haben wir heute die Spendierhosen an für unsere Gäste. Nachdem die Überkopfschiffschaukel mit 2 Euro. Gut, das ist natürlich halt auch ein bisschen blöd gewesen jetzt von mir, dass ich sag, die Überkopfschiffschaukel kostet 2 Euro und die normale Schiffschaukel 2,50. Aber naja. Dann schauen wir mal, wo es läuft. Für das Karussell stehen sie auch an. Twister auch völlig beliebt. Gravitron immer noch sehr, sehr beliebt. Desert Rally hier, die Dakar Rally. Dann wollen wir mal schauen hier beim Wasserrutsche. Unser Dynamite Blaster ist immer noch, glaube ich, die Goldgrube schlechthin. Und unser Desert Express. Ja, läuft ordentlich. Wie gesagt. Sie fanden den alle irgendwie ganz toll. Ich will aber vor allem, dass sie zu einem anderen Ort im Park kommen. So, dann schauen wir mal, was sie so denken. Ja, schaut mal. Also, es ist ihnen wieder schlecht. Immer wenn ich sehe, dass ihnen schlecht ist, dann gucke ich einfach mal über den Park drüber. Aber alles schön aufgeräumt. Es ist hier schön aufgeräumt. Es finden auch die Besucher. Dynamite Blaster, ich bin nicht durstig. Naja. Sollten wir vielleicht noch irgendwo einen Getränkestand hinmachen? Wir haben jetzt da einen, wir haben da unten einen. Sollten wir hier vielleicht noch einen hinmachen? Das Lustige ist, dass viele... Ah, hier hat einer seinen Ballon fliegen lassen. Den können wir hier mit einem Mausklick zum Platzen bringen. Das können wir aber nicht mit den Ballons machen, die sie haben, oder? Nein. Die haben sie ja gekauft. So, schön, dass einige Leute jetzt schon mit Ballon rumlaufen. Das gefällt mir. Ich denke mal... Also lustigerweise sind viele Leute, die sehr viel Durst haben, sagen dann immer noch, ich bin nicht durstig. Das verstehe, wer will. Aber... Tja, im Moment gibt es gar nicht so viel, was wir hier drin tun können. Wir können natürlich mal wieder in den Profit schauen und schauen, wo es ein Problem gibt. Unsere Klos, das ist aber nicht so schlimm. Zuckerwatte-Stand wurde gerade freigeschaltet. Tja, Eiscreme wollen sie auch nicht. Aber es ist günstig genug. So, also die ganzen... kleinen Dinge hier, die sind mir relativ egal. Mal aus Spaß. Ja, das Karussell müsste sich jetzt dann auch bald... Ja, 460 kostet's. Und jetzt schaut mal hier. Es hat jetzt... Nein, noch nicht. Aber gleich wird es sich bezahlt haben. Also ein Karussell ist nicht wirklich die Brüller-Attraktion, wenn ihr jetzt seht. Also die Schiffsschaukel habe ich ja viel, viel später gebaut. Die ist jetzt auch schon wieder super frequentiert. Die habe ich viel später gebaut und ist jetzt schon, hat jetzt schon ein Vielfaches von dem eingenommen. Dann wollen wir mal weiterschauen. Aber es ist die Musik, glaube ich, die Leute anzieht und, naja, es macht ja Spaß. So, dann haben wir hier jetzt Wasserstand, Informationskiosk, der Desert Express, der Twister inzwischen, auch schon wieder mit ganz schön
Einnahmen. Die Leute finden die 80 Cent offensichtlich echt gut. Dann die Schiffsschaukel, Überkopfschiffsschaukel und ganz oben natürlich der Dynamite Blaster, der einfach nur abgeht wie Schnitzel. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie das mit der Wasserrutsche aussieht. Dann sage ich euch nämlich, ob ich die in Zukunft bauen werde. Okay, also die wird wohl etwa knapp 4000 gekostet haben und ich schwöre euch, dass sie die noch nicht reingeholt hat. Hier, also das ist eine Sache, also wenn ich eine ordentliche Achterbahn finde, dann glaube ich, werde ich das hier abreißen, weil mal abgesehen davon, dass ich das blöd ein bisschen hingesetzt habe und mir hier den Weg quasi verbaut habe, ist es einfach so, wir können gerade mal schauen, 24 Leute können damit fahren und das ist einfach... Das ist einfach zu wenig. Das ist ähnlich wie bei der Go-Kart-Bahn. Wobei die Go-Kart-Bahn jetzt nicht so lange dauert. Hier haben wir halt wirklich knappe 2 Minuten Fahrzeit. Schauen wir nochmal hier auf den Dynamite Blaster. Da haben wir weniger Fahrzeit. Und ich meine, schaut mal, da haben wir 36 Leute im Moment und es ist noch nicht mal voll ausgelastet. Da ist noch ein Zug. Also, wobei 36 könnte sein. Nee, jetzt ist es 54. Jetzt steht hier, hier 54 Leute und weniger Fahrzeit und so erklärt sich dann auch der Preisunterschied zwischen dem Dynamite Blaster und den Desert Rivers. Aber gut, das können wir ja in baldiger Zukunft beheben. Mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt als nächstes die Stahlachterbahn entwickelt und dann reiße ich das Ding hier ab. Auch wenn die Leute es wirklich gerne haben, aber ist mir einfach zu teuer. Mal sehen, wie viel Geld wir noch rauskriegen. Schön ist ja, wenn wir jetzt mal hier unsere Finanzen anschauen. Ah, schaut mal, ist das herrlich. Hier haben wir eine Sache noch gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte war, was wir gebaut haben. Es muss was Großes gewesen sein. Es war wahrscheinlich die Wasserrutsche hier. Der letzte Einschnitt von den Einnahmen. Und ab da ging es hier so kleine Einschnitte, das war die Überkopfschiffschaukel und der Gravitron. Und dann ging nochmal ganz leicht was runter, als wir hier die Ruhezone gebaut haben. Und seit, aber im Prinzip, der Trend zeigt steil nach oben. Und wie ihr seht, wir haben ja jetzt unser gesamtes Darlehen zurückgezahlt. Und scheffeln, scheffeln, scheffeln. Genau, so unsere Parkwertung ist übrigens auch nie ein Problem gewesen bisher. Die ist konstant bei knapp 900. Wir müssen halt noch ein paar mehr Gäste in den Park locken bis zum nächsten Jahresende. Dafür haben wir noch ein Jahr und 3 Monate knapp Zeit. Aber das dürfte auch kein Problem sein, denn wenn ich das hier abreiße und dann nach da hinten weiterbaue, dann haben wir wieder mehr Platz. Dann können mehr Leute kommen. Wir können auch allgemein mehr Attraktionen bauen. Und dann wird das noch eine Sache. So, ich möchte jetzt mal langsam wissen, was das hier für eine... was das hier für eine Achterbahn wird. Ansonsten können wir ja schon mal ein kurzes Zwischenfazit langsam ziehen über unseren Park. Also wenn ihr euch den Anfang anschaut, da haben wir doch jetzt schon wirklich schön was dazu gemacht. Gut frequentiert, sauber, den Leuten gefällt's. Tja. Was ist mit dir falsch? Gut, das Problem, was wir hier bei ihm zum Beispiel, glaube ich, haben, ist, schaut mal, weil ich jetzt hier gerade einen rausgepickt habe, der unglücklich ist, und natürlich sind unglückliche Gäste niemals gute Gäste, dem fehlt eigentlich nichts, außer dass er scheiß Laune hat. Was bei dem, glaube ich, ein Problem ist, der hat eine Intensitätsrate zwischen 3 und 4, was schon, sag ich jetzt mal, ordentlich ist. Der kann zum Beispiel hier mit diesem, mit dieser Überkopfschiffschaukel fahren, kann auch mit dem Gravitron fahren. Ja, genau. Er ist wahrscheinlich auch mit dem Gravitron gefahren. Mal gucken. Dann sieht man gar nicht. Auf jeden Fall ist er zweimal gefahren und er hat keine Übelkeitstoleranz. Das heißt, ihm wird so schnell schlecht. Das heißt, er hat wahrscheinlich so viel Zeit auf Bänken zugebracht, dass er einfach ja keinen Bock mehr irgendwann hatte.
Und wir haben jetzt die nächste Achterbahn, die wir nicht wirklich brauchen. Die einspurige, aufgesetzte Achterbahn heißt die, glaube ich. Aber wir könnten unter Umständen das Design, was ich eigentlich erreichen wollte, nachbauen mit dieser stehenden Achterbahn. Ja, wobei, ich meine, der Witz bei dieser, was war das jetzt gerade? Ah. Ich glaube, unseren Mechanikern geht es ganz gut. Das kann man auch mal ganz gut hier nachprüfen. Wenn man wissen will, ob man genug eingestellt hat. Also wenn alle beschäftigt sind, dann solltet ihr euch überlegen, vielleicht mehr einzustellen. Aber so wie es im Moment aussieht, geht es denen ganz gut. Wir können ab und zu mal überprüfen, ob wir irgendwie Opfer von Vandalismus geworden sind und Bänke kaputt sind. Aber das sieht nicht so aus. So, da hat gerade einer hingekotzt. Jetzt schauen wir mal, wann der erste... Ich mach wieder einen Ballon kaputt. Und jetzt wird's weggewischt. Das ist ganz okay. Ja, der Witz bei dieser Achterbahn ist, dass die Gäste stehen. Und deswegen kann ich das eigentlich nicht bringen, was ich damit vorhabe. Mit dem hier habe ich es schon mal versucht. Also für diejenigen, die das nicht wissen, welches Design ich meine, für die muss das ja jetzt gerade richtig mies sein. Weil ich jetzt schon wirklich Ewigkeiten darüber rede und bislang noch nicht wirklich zu Potte gekommen bin. Ich hoffe aber... Tja, wir haben... okay, wie ich gerade sehe, war es das für Achterbahnen. Das heißt, ich kann jetzt mal normal, also Thrill-Rides und normale Rides erforschen und werde dann versuchen, das sagenumwobene, die sagenumwobene Achterbahn nachzubauen, vom Design her, damit wir das tatsächlich in diesem Level noch erleben. Und ja, genau, das machen wir am besten jetzt gleich. Ich reiße jetzt dieses Ding hier eiskalt ab. So, wir haben sogar noch ein bisschen Geld rausgekriegt. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Ja, was ist mit euch da, dem schlecht ist? Ja gut, ich lasse euch noch eine Weile sitzen und du kannst mal langsam... Danke. Gut, ich will euch ja jetzt nicht hier irgendwie auf die Folter spannen. 26. August haben wir. Wir können es ja mal probieren. Das heißt, wir können erstmal schauen. Nee. Also das wird mir wahrscheinlich in dieser Folge gar nicht mehr reichen, weil wir sind ja jetzt gleich schon am Ende. Deswegen können wir uns ja mal kurz anschauen, was es hier gibt an anderen hübschen Attraktionen hier. Der zum Beispiel. Den könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man den, weil der so schön schmal ist, ob man den, wenn ich das hier so hinbauen will, auf die Seite oder auf die am besten hinmacht. Und dann kann ich auf die andere Seite noch was machen. Aber das, denke ich, tun wir dann in der nächsten Folge großartig besprechen. Junge, Junge, das sind hier schon wieder Entwürfe. Wahnsinn. Leider gibt es davon kein Foto. Hier, so ist es auch ganz nett. Die passen auch von den Werten ganz gut. Also könnte man sich tatsächlich mal überlegen, wie sieht es hier aus. Die haben wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt. Ja, schön verkorkenziert. Und dann würde ich sagen, während wir hier jetzt den 30. August gerade feiern, am 31. hat meine Oma Geburtstag, an dieser Stelle einen kleinen Gruß. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, auch wenn sie recht ereignislos war. Aber ich habe ja schon von vornherein gesagt, ich meine, es ist ja jetzt nicht hier irgendwie ein Actionspiel. Wir spielen hier nicht Bioshock, wir spielen hier Rollercoaster Tycoon. Deswegen ist es eher beschaulich. So, und jetzt haben wir aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Auszeichnung für den schlechtesten Parkwert gekriegt. Und während ich diese wundervolle, sehr zweifelhafte Auszeichnung habe, bringen wir die Folge zum Ende. Und in der nächsten Folge wird dann Achterbahn gebaut. Also bis dann!